Hallo, ja, mein Kühler, mit recht herzlich willkommen auf unserem großen Kanal zum kleinen Fluffing-Game. Heute spielen wir zusammen Five Nights at Gypsies. Outcasted. Was immer das auch bedeuten mag. Das Spiel ist schon ein bisschen länger draußen. Ich habe es nur irgendwie übersehen. Habt natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Ohne das ist ja gar nicht machbar, unsere Serien wäre. Vielen lieben Dank dafür. Wir starten mal ein neues Spielchen hier. Come and enjoy our time. Right, alright, right. A brand new diner has opened. Wulfen. Wulfen. Ich kann leider im Moment nichts machen, ne? Macht er von allein oder ich weiß nicht. Trink gerade lecker Pfefferminztee. Night one. Peppermint. Loading. Ja, sieht schon mal nice aus, bis jetzt. Bis jetzt. Kann sich auch noch viel ändern, ne? Bin mal gespannt, wahrscheinlich haben sie das Spiel nie fertig gemacht. Kann auch sein, oder? Dass es Outcasted bedeutet. Ich hab keine Ahnung. Oh, das ist laut. Press and hold control to use your flashlight. Ah, zweimal bloß. Oh, Wendcam. Hello? Oh, hello. You must be the new night guard. My name is Michael Anderson. I'll be your guide for this week. So welcome to Gypsy's Diner. The place is owned by the Wind Control Close Open Man from 1972. After the incident, the company had to close down for a while. Wow. But now they've come back. So your job here is simple. Well, somewhat. All you need to do is watch the building at night from 12 a.m. to 7 a.m. But there's one problem. Oh, did you this see, the electronics have some form of a virus in their systems. They tend to walk around at night and mistake people for an endoskeleton, and that is against the rules here. All endoskeleton needs to have a suit unless they are under repair. And you think that it's fine, but the suits have a lot of wires and animatronic devices, so you really can't live like that. So you go against the virus, we have given you an empty Gypsy's mask. So if one of the animatronics happens to walk in the office, then quickly throw on the mask and they'll go away. Is there anything else I need to mention? Oh, what? Man sieht halt nichts. So, the flashlight we have given you is a bit broken. A bit broken? It'll drain the batteries in it fast, so we've given you a few spare batteries. But I think it'll be more wise to replace the battery in the flashlight when you know it's running out of energy. I think that's it. Good night and good luck. Thank you. Thank you very much. Man hat halt hier nur bestimmte Bereiche, wo man anklicken kann, ne? Rip, rip, rip. Das ist die Wendcam. Ah, das ist die Wendcam. Oh. Really? Dining Area. Man muss also ein bisschen sparsam sein mit der Flashlight. Also bloß nicht zu oft benutzen hier. Diese Geräusche, wow. Oh. He's coming. Hey, he's coming. Also sehr sparsam hier mit der Flashlight umgehen. Sehr wichtig. Wir haben es 3:30. Ich weiß nicht, wo er kommt. Oh, Jesus. Aber so ist eigentlich ein ganz cooles Spielchen. Schade, dass man da nicht eventuell weitergemacht hat oder so. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. And when comes no one? No. No one is coming. Hello.
Oh, Jesus. Diese. Kennt ihr das Geräusch voll, wenn man so ein Stück weiches Blech nimmt und dann so rumwackelt? Dann macht das genauso Geräusch. Disturbing. Wir haben ja gleich 5 Uhr. Maybe we survive. Aber das habe ich irgendwie nicht gesehen gehabt damals. Das war gerade so die Zeit, wo mein Laptop nicht funktionieren wollte. Und da habe ich doch schon das ein oder andere Spiel verpasst. Und jetzt finde ich immer wieder mal so Spiele von vor 10 Monaten, 12 Monaten, wo ich nicht spielen konnte damals. Und ja, aber ein bisschen was nachzuholen ab und zu, ne? Gerade weil ja auch nicht immer was Gescheites rauskommt. Da muss man schon ein bisschen flexibel sein, ne? Ja, wisst ihr schon. Flexibilität, das A und O im Leben. Das, was ich absolut nicht bin, flexibel. Wir haben 6 Uhr. What? What? Really? Die kommen denn? Right. And nice. Cool gemacht, die Musik noch dazu. So ein bisschen abgespaced. Interesting, interesting. Night 2, es gibt sogar noch eine zweite Nacht. Boah, wir haben schon 7,5 Minuten auf. Der wäre ein bisschen arg lang, ne, oder? Oder was meint ihr? Für noch eine zweite Nacht? So muss ich noch antun. Was meint ihr? Zweite Nacht? Ja, nein, ja, nein. Yes, no, yes, no. When wind blows. Kann ich den nicht muten? Wir spielen noch die zweite Nacht, alright? Alrighty, right? Alright. Righty, right. Erwin. Hello? Oh, you're back. Na, shut up. Gleich mal hier. Shut up, ja. Immer einfach zu laut hier, Nasenbär. Aber ein cooles Spiel, cooles Spielchen. Mal gucken hier, wenn wir hier. Sollten wir überleben? What? Musicbox! Das auch noch. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Swift's Code. Aber es ist ja nett, dass er mir das anzeigt. Ja, da hätten wir halt mal den Anruf hören sollen, ne? Oh, die geht aber schnell zurück. Really? This is not fair. Da kannst du ja im Prinzip nur hier bleiben, ne? Oh, ja, ja, ja. Er ist ja nichts hier für ein bisschen so Krantüten wie mich, ne? Da muss man jetzt schon ein bisschen schneller agieren und reagieren. Das ist ja nichts für einen alten Mann, ne? Das ist not good for the old man. Ja, ich glaube, die kommen aber nicht so schnell, oder? Oder doch? Ich hoffe, man hört, wenn jemand im Band ist. Dieses Wendgeräusch. Mal schauen. No. No.
No, 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 no. Alrighty, right. Zumindest mal geht die Zeit schnell rum. Das ist gut, das ist gut. Diese metallischen Windgeräusche, ne? Wie man sie früher erzeugt hat beim Vertonen von Filmen oder so. Schon cool gemacht. Das sehen wir gleich im Doppelpack hier. He's coming. Oder they are coming. Kommen! Sie kommen dich zu holen! Not with me. Ich muss an der White Music Box bleiben. Einer. Alright, ein wirklich cooles Spiel. Gefällt mir, Leute, gefällt mir. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, jetzt nix. Also ich find's richtig cool. Mal schauen. What? You die to Sierra. Sierra appear down the hallway when she does flash your light at her. She'll end you. Ja, thank you. Wenn man sie anleuchtet, dann tot. Bloß nicht anleuchten. Licht ausrostet, no. Ja, Freunde, das war Five Nights at Gypsies. Mal schauen, vielleicht probiere ich es nochmal mit einem weiteren Part. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rostin-Kanal. Bitte bewertet doch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Falls ihr noch kein Abo habt, Köpfchen drücken, press the Head-Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, soweit wie es geht. Habt Spaß, schützt euch, bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen schön mit euren Fingern Gott, euer Rosti. Thank you, goodbye. Stay healthy and have a wonderful Christmas time. Bye, bye.